Der Kampf geht weiter. Ich muss zugeben, ich bin immer gern nach Gorn City gekommen. Prost, altes Haus! Aber in der letzten Zeit ist dieser Ort abscheulich geworden. Oh, ich danke vielmals. Pah, Igitt, dieses Zeug war nicht lange genug im Topf, widerlich. Na, na, na. Ist ja interessant, jetzt schmeckt es viel besser. Das Problem hier ist, dass es kein Recht und keine Ordnung gibt. Nicht wie auf Mond Nordor. Gibt's denn hier in Gorn City keinen Sheriff? Diesen Holzkopf Merzold, du machst doch wohl einen Scherz. Die Hälfte seiner Zeit verbringt er damit, Astrosprit in sich reinzukippen. Niemand hört auf ihn. Was diese Stadt braucht, ist... Einen neuen Sheriff. Ha, vor euch ist der Mutant, der diese Aufgabe locker übernehmen kann. Schweinebande. Da warten wir lieber noch ein paar Jahrzehnte. Vielleicht kannst du ja dann gleichzeitig laufen und denken. Ich arbeite heftig daran. Bald habe ich es geschafft. Ich habe jemand ganz anderen für diesen wichtigen Posten vorgesehen. Wir nutzen sofort unsere Beziehung, damit er gewählt wird. Floggy, das bedeutet das Ende von He-Man. Irgendwas ist faul. Warum sollte Gorn City sonst Flipshot als neuen Sheriff wollen? Wie soll ich denn das verstehen? Warum sollte mich Gorn City denn nicht als Sheriff wollen? Das sollte keine Beleidigung sein, aber in Gorn City sind die rauesten, gemeinsten, fremdartigsten Wesen der gesamten Trisolargalaxie zu Hause. Du scheinst offenbar eins ganz zu vergessen. Ich bin galaktischer Wächter und nicht irgend so ein windiger Händler aus Levitan. Ich bin der geborene Kämpfer. Und genau deshalb wollen sie mich. Sie wissen, dass Flipshot der Einzige ist, der dort gründlich aufräumen kann. Oh! Puh, das war aber knapp. Wäre beinahe schiefgegangen. Tut mir leid, Master Sebrian. Ich werde es aufräumen. Ist schon gut, Flipshot. Du hast wirklich schon genug getan. Ich begrüße Sie, Master Sebrian. Und gratuliere dem neuen Sheriff von Gorn City. Neuigkeiten verbreiten sich wie der Wind. Ja, die guten Neuigkeiten. Woher wissen wir, dass du Flipshot nicht gefangen nimmst, so wie er in Gorn City angekommen ist? Wir hatten selber Probleme in Gorn City. Es muss Recht und Ordnung herrschen. Und wir würden einen Vertrag unterzeichnen, der garantiert, dass Gorn City neutral bleibt. Ihr habt früher schon Versprechen gebrochen, die ihr uns gegeben habt. Der gesamte Galaktische Rat muss diesen Vertrag bestätigen. Ach so, wenn es nur darum geht, wir sind mit allem einverstanden. Flock mag nicht vertrauenswürdig sein, aber er würde niemals einen weiteren Vertrag brechen und alle Planeten der Galaxie verärgern. Flipshot ist sicher. Flock, sag all den Störenfrieden da unten in Gorn City, dass sie 24 Delops haben, um aus der Stadt für immer zu verschwinden. Wir haben sie! Na, hervorragend, wir haben Flipshot, der ist... Der Grund für He-Man, um nach Gorn City zu kommen, Flipshot ist nur der Köder. Wir werden dafür sorgen, dass der neue Sheriff He-Mans Hilfe braucht. Und wenn der in die Stadt kommt, ja dann... Wir haben eine große Aufgabe vor uns, Benwit. Willst du nicht mal Hilfs-Sheriff werden? Die Krawallbrüder, die immer noch in Gorn City sind, werden sich wundern, wenn wir da hinkommen. Jeder, der noch ein bisschen Verstand hat, wird verschwinden, wenn er erfährt, dass Spinwit kommt. Das ist die rechte Einstellung, die lobe ich mir. Mutanten? Na, unsere sind es bestimmt nicht. Vorbereitung für Ausweichmanöver. Waffensysteme überprüfen und die Raumstation von Primus benachrichtigen. Roger. Sie kommen näher. Achtung, hier ist Lieutenant Flipshot von der Raumflotte Primus. Ich rufe die Angreifer. Identifizieren Sie sich. Nichts rührt sich. Achtung, ich wiederhole. Hier ist Lieutenant Flip. Ich glaube, Sie haben verstanden. Sie holen schnell auf. Wir müssen den Kampf eröffnen. Ich habe noch niemals solche Mutantenkampfflieger gesehen.
Wir werden sie nicht los, Benrit. Ich habe alles versucht, ohne den geringsten Erfolg. Vielmehr halten unsere Raumgleiter auch nicht aus. Achtung, hier ist Flock! Ich hätte es wissen sollen. Was ist mit unserem Vertrag, Flock? Ruhe, Lieutenant Flipshot! Hier ist Flock, Anführer der Mutanten. Ich befehle euch, den Angriff auf die Kampfflieger von Primus sofort abzubrechen. Was, mit wem spricht er? Ihr habt die Anweisung, diesen Luftraum umgehend zu verlassen. Leistet ihr Widerstand, werdet ihr vernichtet. Sie haben den Angriff abgebrochen. Ich kann es nicht glauben. Flock hat uns tatsächlich gerettet. Ich hoffe, eure Maschinen haben keinen Schaden erlitten, Lieutenant Flipshot. Wir könnten bei der Reparatur helfen. Unsere Schiffe sind in Ordnung. Ich hätte nie gedacht, dass ich einem Mutanten Danke sagen würde. Die Kampfflieger waren eine abtrünnige Patrouille aus der Rulltongalaxie. Ich will doch unseren Sheriff nicht verlieren, bevor er überhaupt angefangen hat. Wir wollen genau wie ihr, dass der Vertrag eingehalten wird. Der Name Flipshot ist ein Begriff auf die Nebria. Wir Mutanten wissen, dass du ein heldenhafter Soldat bist. Und obwohl wir auf verschiedenen Seiten stehen, respektieren wir dich. Wir werden alles dazu tun, den Vertrag mit Primus einzuhalten. Wir wünschen dir zu deinen Bemühungen, Recht und Ordnung nach Gold City zu bringen, das Beste. Wenn es überhaupt jemand schaffen kann, dann kann es nur der große Sheriff Flipshot. Also, Flock, nochmals vielen Dank. Hör auf, hör sofort auf zu lachen! Ich hab einen Lachanfall! Aufhören, habe ich dir gesagt, Skeletor! Wir Mutanten wissen, dass du ein heldenhafter Soldat bist! Das ist zu viel! Nicht schlecht für einen Mutanten, hä? Dieser Flipshot ist dabei, in seinen schlimmsten Albtraum reinzulaufen, den er sich vorstellen kann. Aber leider wird es kein Traum sein. Kurskorrektur um 4 Mails und dann sollten wir den Raumhafen von Gaunt City auf dem Bildschirm haben. Und zwar jetzt. Ich bin ja mal gespannt, was Sie sich zu unserer Begrüßung ausgedacht haben. Ich hoffe, der Bürgermeister hat sich nicht zu viel Mühe gemacht. Na, das ist ja eine Begrüßung. Möglicherweise suchen Sie auch jemand anderen. Das ist er. Ja, das ist Sheriff Flipshot. Damit eins klar ist, ich stehe unter dem Schutz des Bürgermeisters von Gaunt City. Ist ja interessant. Ich bin der Bürgermeister von Gaunt City. Die sollten sich freuen, uns zu sehen. Wir sind eingekreist, Flipshot. Wenn sie hier reinkommen, werden sie uns erledigen. Hey, die wollen kommen! Bitte, komm her! Los, weg! Halt euch! Tut mir leid, dass wir so spät kommen. Verrat mir schnell, wer du bist. Ich bin Zika. Ich bin die Bürgermeisterin von Gaunt City. Ich habe doch eben erst den Bürgermeister getroffen. Ach, das war Korek. Ich habe ihn bei der letzten Wahl geschlagen. Er hatte viel zu viele Fehler gemacht. Er musste gehen. Er ist einer der vielen Gründe, dass es kein Recht mehr in Gaunt City gegeben hat.
Ich glaube, es liegt mehr daran, dass ihr nicht den richtigen Sheriff hattet. Wir haben ihm einen schönen Schreck eingejagt. Du hast einen guten Anfang gemacht. Denk daran, wenn du die Falle zuschnappen lässt, werde ich He-Man vernichten. Ich werde dich bestimmt nicht enttäuschen. Ich weiß, das wirst du nicht. Ich bin hier, um dich zu verhaften, Falcron. Willst du es auf die einfache oder auf die knallharte Tour? Glück gehabt, er will also die knallharte Tour. Dieser Flipshot ist viel zu langsam. Er hat bisher noch keinen einzigen Krawallbruder außer Gefecht gesetzt. Tut mir wirklich leid, dass ich dir das antun muss, Falcron. Oh! Sekunde! Noch nicht ziehen! Ich bin noch nicht so weit! Halt! Dieser Fall! Nanu! Ich hab dich gewarnt, aber du wolltest es ja so haben. Ja. Und wieder ein Gangster hinter Gittern. Das verdanken wir dem großartigen Sheriff Flipshot. Das war der zweite Teil von Skeletors Plan. Jetzt glaubt dieser Flipshot, er ist ein großer Held. Nun wollen wir mal ein paar Rondialjuwelen in der Bank deponieren. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es mir schwerer vorgestellt, hier Sheriff zu sein. Hallo, Zika. Wie geht's der hübschen Bürgermeisterin unserer hübschen Stadt? Ich mache mir große Sorgen. In der Bank von Gone City befinden sich so viele Rondialjuwelen wie nie zuvor. Wenn sich das in der Stadt rumspricht, wird die Bank bald überfallen. Sachte, Flipshot ist hier, da müssen Sie sich doch keine Sorgen machen. Ich habe gehört, man hat viele Rondialjuwelen in der Bank von Gone City deponiert. In der Zeitung steht's auch, das ist was für Bylock Kid. Oh, so ein großes Tier hat vor so einem kleinen Knall Angst? Schönen guten Tag. Ich möchte eine Kleinigkeit abheben. Nun hör mal, mein Blechfreund. Alle Rondialjuwelen in die Tasche oder du endest auf dem Schrottplatz. Bylock the Kid raubt unsere Bank aus, Sheriff. Aha, man sollte glauben, du bist ein guter Bürger. Das ist eine abgekartete Sache. Irrtum, da liegst du falsch. Ich versuche, mich zu bessern. Ehrlich, ein Fremdling hat doch in dieser Stadt das Recht darauf zu versuchen, anständig zu sein. Um diesen Banküberfall kümmern wir uns sofort. Oh! Keine Bewegung, Bylock! Das übernehme ich. Morgen. Hey, wo sind denn die anderen? Sie verstecken sich alle. Sie haben gehört, dass du Bylock Kid eingesperrt hast. Dieser Kerl hat doch versucht, die Bank auszurauben. Du kennst seinen Bruder nicht. Ryrock ist der Anführer der dreckigen Bande. Ah, ich kann nicht behaupten, dass mir das gefällt. Ich sag dir, was dir noch viel weniger gefallen wird, mein Junge, wenn Ryrock und die dreckige Bande in die Stadt kommen und dich fix und fertig machen. Darin sind sie Meister. Wenn ich etwas zu schätzen weiß, Korak, dann ist es die Hilfe eines Freundes. Warum habt ihr uns nicht schon früher gerufen? Dazu gab es keinen Grund. Bis jetzt sah doch alles hier ganz einfach aus. Zu einfach. Jemand wollte, dass du Bylock einsperrst, um die ganze Meute zu verärgern. Danke, Adam. Aber was ich jetzt wirklich brauche, ist, Hilfe! Ich sage He-Man Bescheid. Bei der Macht Eternias, ich, He-Man, habe die Macht!
Ich lasse Heidron das Sternenschiff klar machen. Aber zuerst einmal muss ich einen Burschen namens Meljek besuchen. Er kann für uns nützlich sein. Kleiner Bruder! Das klingt verdächtig nach Trilock. Ich hab gewusst, dass mein Bruder mich nicht im Stich lässt. Trilock ist noch viel härter als ich. Ha, Übertreibung, so hart bist du doch gar nicht. Ich will, dass du meinen Bruder freilässt! Kleiner Irrtum, er wird dem Marshall übergeben. Oder hast du zufälligerweise seine Entlassungspapiere dabei? Ich höre immer Papiere. So einen albernen Quatsch brauchen wir hier nicht. Ah. Erst holen wir meinen Bruder raus und dann kümmern wir uns um die beiden Dummköpfe, kapiert? Das würde ich mir reiflich überlegen. Wenn ihr Burschen klug seid, lasst ihr die Waffen fallen und reitet aus der Stadt. Wir wollen aber nicht klug sein! Das ist wirklich eine nette Begrüßung. Steckt ihr immer noch in eurem Bau? Natürlich, wo sollten wir denn sonst sein? Wir wollen mit euch reden, kommt raus! Nein, He-Man, das geht nicht, das ist mein Job. Ach, wenn ich's mir recht überlege, ist es vielleicht doch dein Job. Ihr habt gegen uns keine Chance, ergebt euch! Wir wollen niemanden verletzen, Trilock, aber wir ergeben uns nicht. Ihr wollt es also unbedingt wissen. Hallo. Meljek, ich habe mich schon gewundert, wie lange du brauchst, um hierher zu kommen. Hey, versuch du doch mal auf die Schnelle einen 50 Meter langen Graben zu ziehen. Schluss mit dem Terror. Die dreckige Bande ist endlich erledigt. Ja, ich kann mich beruhigt zurückziehen. Ab jetzt wird Meljek allein damit fertig. Sheriff Meljek klingt irgendwie gar nicht so übel, finde ich. Ich habe nur eine Frage. Wer soll dieses ganze Durcheinander aufräumen? Keine Ahnung. Unser Sternenschiff wartet. Von wegen. Hepp! Aha. Der Hamburger-Arm ist eine epochemachende Erfindung. Das ist prima. Aber weißt du denn, was du tun musst, wenn deine Kleidung Feuer fängt? Du musst unbedingt stehen bleiben. Du darfst auf keinen Fall weglaufen. Lass dich auf den Boden fallen und roll dich vorwärts, so wie du es hier siehst, bis das Feuer aus ist. Oh. Fallen lassen und herumrollen. Könnte glatt meine Idee gewesen sein.